Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und es geht um das numerologische Tageshoroskop für Mittwoch, den 29.03.23 mit einer geschlossenen 3. Also, erstmal haben wir Mitte der Woche. Das finde ich immer super, weil Mitte der Woche spüren wir ganz viel, was am Anfang der Woche gewesen ist und was wir noch vor uns haben. Und ich finde ja immer wichtig, dass wir unsere Sachen auch durch und umsetzen, weil das ist nämlich genau das Thema heute. Die 2 steht noch vorne und die 9. Und die 2 und 9, das kennt ihr aus den numerologischen Karten, ist so, ja, Kampf zwischen Gefühl und Trophäe, habe ich das damals genannt. Das ist im Grunde genommen so, du hast ein gewisses Gefühl, was du durch und umsetzen möchtest. Und gleichzeitig stehst du dir aber manchmal selbst im Weg. Also wir müssen uns schon selber führen oder selber motivieren. Also wenn unsere Bude schmutzig ist, ja, und wir haben das Gefühl, wir wollen sie aufräumen, dann sollten wir es einfach tun. Und dann müssen wir den inneren Schweinehund überbrücken. Und so meine ich das letztendlich auch. Und die geschlossene 3 zeigt uns gerade heute nochmal, weil wir haben ja die offene Monats-3 und wir haben ja die andere offene 3 natürlich. Und die geschlossene 3 zeigt uns einfach nochmal, welche Power, welche Dynamik wir in uns tragen und worum es letztendlich in unserem Leben auch tatsächlich geht. Es geht ja nun wirklich darum, dass wir alles das auch umsetzen, was wir umsetzen möchten. Und wenn das nicht möglich ist, dann müssen wir natürlich die Systeme ein wenig verändern. Auch das ist eine wichtige Konstellation, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. So, dann schauen wir uns das Ganze aber noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive an. Und dann sehen wir, der Vampir, siehst du, voller Temperament, sehen wir, dass der Vampir uns einfach zeigt, noch mal zeigt, dass wir häufig Energien in Projekte investieren, weil wir denken, dass wir sie investieren müssen, kommen aber damit nicht weiter. Es ist also eine ganz wichtige Konstellation, dass wir wirklich gucken, wo stehen wir im Leben, was wollen wir erreichen, wo wollen wir hin und worum geht es tatsächlich. So, und die Arbeit- und Erntekarte sagt ganz einfach, dass wir natürlich, ich sag mal, investieren müssen in die Bereiche, die für uns wahrhaftig und wichtig sind. Und je mehr wir investieren, je mehr wir dafür sorgen, je besser es uns geht, desto besser werden wir uns auch durch und umsetzen können. Und eine weitere Karte sagt ganz einfach, manchmal müssen wir auch diszipliniert sein. Also ich versuche es nun mal zusammenzufassen. Wir werden heute eventuell, also wenn wir gut im Flow sind, wird das ein super toller Tag. Aber wenn wir uns nicht so in Bewegung oder in unserer Dynamik befinden, wie wir denken, wie es sein könnte, dann kann es durchaus sein, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir können uns nicht wahrhaftig leben, wir können uns nicht wahrhaftig annehmen. Wir haben ganz viele Alibi-Gründe, warum wir viele Dinge nicht tun. Und das ist genau das, worum es tatsächlich nicht geht. Also, wenn ihr eine To-Do-Liste habt, packt es an, sorgt dafür. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag, den man wirklich produktiv nutzen kann. Ja, und wir sprechen uns morgen wieder, Donnerstag, den 30.03. Ich freue mich auf euch. Danke, tschüss.